Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video von SBC Photo. Ich habe hier mal ein Foto von meinem Fernseher geschossen, hier habe ich das Negativ und das Foto selbst. Okay, werfen wir mal einen Blick aufs Negativ. Wir sehen hier, es war das letzte Foto von der Rolle und das allerletzte Bild ist wieder mit durchgeschnitten, da die Emotionen soweit nicht mehr gereicht hat. Gut, sehen wir erstmal das Foto an. Das Foto ist, wie man definitiv sehen kann, unterbelichtet. Wobei der Fernseher in der Mitte richtig belichtet ist. Gut, aber darum geht es jetzt hier auch nicht. Es geht darum, wie man so ein Bild, nachdem man das gemacht hat, auf den Computer bekommt. Ja, wie man das einscannt. Naja, ich habe dafür hier diesen ganz normalen, billigen Scanner ausgewählt, den eigentlich jeder zu Hause haben sollte. Ich habe einen eigenen Fotoscanner, aber den hat ja nicht jeder. Darum zeige ich euch einen Trick, wie man auch aus so einem Gerät mehr rausholen kann. Ich scanne jetzt mal die Negative ein. Gut, hier sehen wir jetzt das fertig eingescannte Negativ. Wir sehen hier so ein paar kleine weiße Punkte auf der schwarzen Oberfläche. Das ist Staub und auch ein wenig sonstiger Schmutz. Wir sehen das halbe Foto und das ganze Foto. Okay, machen wir weiter mit dem normalen Foto. Wir legen es auch auf den Scanner, ganz normal, und ja, dann scannen wir es ein. So würde es jeder eigentlich auch zu Hause machen. So, da haben wir jetzt das Foto. Ja, sieht ganz gut aus. Abgesehen davon, dass es eben außen schlecht belichtet ist. Okay, let's get wet. Ich zeige euch jetzt immer durch die Zugabe von gewöhnlichem Leitungswasser die Scan-Qualität so eines billigen Standard-Scanners wirklich verbessern kann. Okay, ich habe das Bild mal nass gemacht, lege es drauf und dann lasst es uns mal einscannen. Und los geht's. So, nachdem das Bild eingescannt ist, nehmen wir es wieder heraus und legen es irgendwo hin, wo es in Ruhe trocknen kann. Es empfiehlt sich, destilliertes Wasser zu benutzen, wenn man das öfters macht, denn auf diese Art bleibt kein Kalk auf den Fotos zurück. Machen wir mal weiter mit dem Negativ. Ich habe es schon mal vorher eingeweicht und wir legen es jetzt drauf. Wasser ist für Negative und Fotos unschädlich, da ja bei der Entwicklung auch zum Abspülen der Chemikalien normales Wasser verwendet wird. Okay, andrücken, damit keine Luftblasen dazwischen bleiben und dann scannen wir es ein. So, da haben wir jetzt das fertig eingescannte Negativ. Was schon mal auffällt ist, es ist viel heller und es sind keine weißen Punkte von Staub mehr drauf. So, jetzt werfen wir mal einen genaueren Blick auf die beiden eingescannten Negative. Wir haben oben das nass gescannte und unten das trockene. Wie eben deutlich auffällt, ist das obere Negativ ein wenig heller und unten sehen wir, dass es noch dunkel ist. Bei genauem Hinsehen dürfte man sehen, dass beim unteren Negativ immer noch die Staubkörner zu erkennen sind. Und ich habe jetzt hier mal die Farben umgekehrt und werde ein paar einfache Bearbeitungen meines Videoprogramms benutzen, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Ja, unten sieht man deutlich noch die ganzen Schmutzpartikel, welche jetzt oben beim nass gescannten vollständig verschwunden sind. Darüber hinaus sieht man, dass die Negative jetzt bei weitem detailreicher sind. Man kann zum Beispiel den Fernseher im mittleren Bild, der eigentlich von der endenden Emulsion getrennt wurde, jetzt wieder erkennen. Und das alles nur durch die Zugabe von ein wenig gewöhnlichem H2O. Also, ich hoffe, diese Technik des Nasscannens hat euch gefallen und vielleicht versucht es ja bei euren Negativen auch mal selbst. Allerdings noch eine kleine Warnung zum Schluss. Ein Scanner ist ein elektrisches Gerät, wie ihr sicherlich wisst. Also, wenn ihr einen halben Liter Wasser drauf gießt und er dann nicht mehr funktioniert, gebt nicht mir die Schuld. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder irgendwas Interessantes habe, das ich euch zeigen kann. Ende.